Ich begrüße euch zu dem Montag, 26. Mai. Wir lesen heute aus dem Predigerbuch, aus dem 12. Kapitel, der 1. Vers. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Das ist natürlich schneller gesagt als getan. Ich meine, es ist doch längstens keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn wir bedenken, dass der Lehrer verboten ist, mehr oder weniger, über die Schöpfung zu reden, weil die Evolution am Schöpfer jetzt den Rang abgelaufen hat. Selbst wenn sie es noch möchten, dürfen sie nicht immer. Und der, der zwar könnte, tun lieber nicht. Also wer übernimmt das schlussendlich, den jungen Leuten den Schöpfer noch nachzubringen? Das hat, weil es die Lehrer zum Teil nicht machen, nachher der Hose übernommen. Der Hose soll es also richten. Der Hose war einer meiner ersten zwei tüchtigen Jungschar-Leiter oder Mitarbeiter. Er war noch längstens nicht 20, als er in das Business eingestiegen ist. Der Hose war nicht ein theologisch geschulter Mensch, sondern ein ganz einfacher Bauergiel. Zingst aus dem Graben, wie wir gesagt haben, bei uns im oberen Teil der Gemeinde Vechigen. Der Hose hat unglaublich viel investiert für die Jungschar. Weil manchmal ist er flotschnass heimgekommen aus dem Regen, manchmal todmüde. Häufig war er auch völlig enttäuscht oder kaputt gewesen, weil irgendetwas nicht so geklappt hat, wie man es sich vorgenommen hat. Es hat sich aber immer wieder ein Mupf gegeben und die Jungschar war seine ganze Freizeit gewesen. Das Entscheidende bei Hose, die Jungschar, war sein Ein und Alles gewesen. Der Grabenhose, wie wir ihm gesagt haben, er hat das Zephi-Dreieck, das wir haben, nicht nur trinitarisch interpretiert, sondern eben haben gesagt, Leib, Seele und Geist. Alles muss angesprochen werden im Leben der jungen Leute, die kommen. Er hat das Zephi-Dreieck wirklich gelebt. Seine Idee war, dass man immer Kinder auf allen Ebenen anspricht, dass man sie sportlich engagiert, dass sie auch mit der Seele dabei sein können, wenn es Lieder gibt zum Singen oder andere Erlebnisse zum Machen und dass auch der Geist angesprochen wird, weil nämlich der wieder mal ein Jungschar-Nachmittag ihre Andacht gipfelt. Das hat unsere Jungschar auch sehr nötig gehabt, weil innerhalb von wenigen Jahren sind vier Leute aus unserer Jungschar gestorben, zwei durch einen Unfall, allerdings nicht bei den Jungschar-Aktivitäten. Eins hat sich das Leben genommen und einer ist von Amerika nicht mehr zurückgekommen. Also die Jungschar ist mit dem Tod konfrontiert gewesen und mich ist froh gewesen, hat man ein bisschen Bodenkontakt bekommen und hat junge Leute ihren Schöpfer und Erlöser auch rechtzeitig lernen kennen, um mit solchem fertig zu werden. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Wer wird dafür sorgen, dass es geschieht? Die Lehrer dürfen es nicht mehr recht. Aber zum Glück ist der Hose da, er und viele andere. Und unser heutiges Wort gilt einfach zur Ermutigung von all denen, die da involviert sind, die da dran sind, jungen Leuten den Schöpfer und auch den Erlöser, Jesus Christus, lieb zu machen. Fahrt weiter damit. Es ist eine wunderbare Gelegenheit. Es ist eine grosse Herausforderung. Ihr selber habt ja auch einen reichen Segen von dem. Sorgt weiterhin dafür, dass die Leute nicht nur im Hinblick auf ihr Alter, das dann auch kommt, einen guten Grundstock haben. Im Alten Testament hat es ja noch geheissen, das Alter kommt dann mal, die Tage, die ihm nicht gefallen. Im Neuen Testament hat Jesus noch ein bisschen weiter darüber ausgezeigt und gesagt, es könnte noch etwas anderes kommen, das ihm nicht so gefällt, wenn man rechtzeitig seinen Anker nicht am richtigen Ort werfen kann. Nämlich auch Ewigkeiten, die ihm nicht gefallen. Also, gross ist die Herausforderung, schön ist die Aufgabe, fahrt weiter, auch wenn ihr jung seid. Man muss also nicht unbedingt ein alter Fuchs oder ein alter Hase sein, für die Aufgabe gut können zu erfüllen. Man kann der Grabenhose sein und mit 16 anfangen. Nämlich an Paulus ist es auch nicht anders gegangen mit dem Timotheus. Er hat ihm geschrieben im ersten Brief, im 4. Kapitel, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ich wünsche euch einen schönen Tag.